entertainment. Fans der World Wrestling Federation, wir begrüßen Sie zur Challenge und wir werfen noch einmal einen Blick zurück auf die Vorgeschichte von WrestleMania 11. Sie kennen das ja, die Nachbetrachtung nach dieser Großveranstaltung. Und wir beginnen gleich mit Double J gegen Razor Ramon. Und ja, hier haben wir Double J, als er frisch in die World Wrestling Federation kam. Niemand wusste, was das für ein Typ ist. Hören wir mal, wie es jetzt so. That's right, they're gonna rename it the Double J-F. Also die WWF ist Intercontinental Champion. Und dann einen Tag später in Monday Night Raw. Na, einem Tag nach WrestleMania findet ja immer Monday Night Raw statt. Wir werden nächste Woche die Szenen haben, die in Monday Night Raw stattfanden. Und da ist einiges Sensationelles dabei, das kann ich Ihnen schon verraten. Da gewährte er Razor Ramon ein Rückmatch, wissend, dass dieser Mann, dass Razor Ramon natürlich an dieser Knieverletzung zu knabbern hatte. Ja, das war natürlich die Monday Night Raw nach dem Royal Rumble, ganz klar, die nach WrestleMania kommt, wie es Carsten angesprochen hat erst. Wir sehen ja noch ein paar Bilder von Razor, der sich also sehr, sehr gut erholt hatte. Ja, und dann kam dieser Mann wieder auf die Bildfläche, nämlich Bob Backlund. Er hatte Double J ein Intercontinental Champion Match abgetrotzt, das Double J dann auch erfüllen musste. Und dann kam der Chicken with Crossface. Er sollte zumindest kommen, aber Razor griff ein. Ja, er drohte, ganz genau. Und dann kam Razor und sagt, nee, Junge, das machst du nicht mit mir. Ich will bei WrestleMania gegen Double J antreten. Und die Bestrafung folgte auf den Fuß. Ja, der Rowdy und Double J gingen gegen Razor Ramon vor. Aber Razor wurde gerettet. Und zwar von niemand anderem als dem Hitman Bret Hart, der natürlich Rob Backlund von Razor Ramon trennen wollte und selbst mit Razor Ramon befreundet ist. Und das Ende vom Lied, ja, Razor siegte bei WrestleMania durch Disqualifikation, wieder ein Angriff des Rowdy, und Double J behielt den Titel. Ja, dann haben wir gleich die beiden, die wir am Ende noch gesehen haben, miteinander, Bret Hart und Mr. Bob Backlund. Da ging es ja um das sogenannte I Quit Match. Also man muss laut und vernehmlich, extra wurde da die Halle zugeschaltet, sagen, ich gebe auf, I Quit. Dann erst war das Match entschieden. Aber wir gehen natürlich erst einmal auf die Geschichte der Auseinandersetzung dieser beiden früheren Freunde. Einer am 30. Juli 1994 begann alles, als nämlich Bob Backlund es nicht gelang, Bret Hart den Titel des World Wrestling Federation Champion abzunehmen. Bret, sehr fair, streckte Backlund die Hand hin, der verpasste ihm eine Ohrfeige und dann den ersten Chicken Wing Crossface. Das war eine ganz gefährliche Waffe, nicht nur gegen den Hitman, sondern gegen viele andere auch. Und das war im Grunde genommen auch der Beginn der Phase, in der Bob Backlund anfing völlig durchzudrehen. Ja, der Sportsmann schlechthin, der so fair vorher immer gekämpft hatte, da zeigt er plötzlich eine vollkommen andere Seite, dreht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, man sieht es auch an seinem Gesichtsausdruck, durch. Ja, und dann hier auf der Videoleinwand noch einmal die Szene, die dazu führte, dass Bob Backlund eben durchdrehte. Er verlor damals gegen den Iron Sheik seinen Titel, als sein Manager Arnold Scorland um seine Gesundheit fürchtete, das Handtuch warf. Und dieses Handtuch, das trug Bob Backlund von nun an immer mit zum Ring. Und dann fing er auch an, die Zuschauer zu beschimpfen, die Fans, die ehemaligen, die anderen Wrestler natürlich, die Referees, jeden in seiner unnachahmlichen Art. Und dann kam seine ganze Serie von Chicken Wing Crossfaces, gegen die bisher eigentlich noch niemand ein Mittel gefunden hat. Ja, und es gab auch einen Angriff, erst verbaler Natur und dann auch mit dem Chicken Wing Crossface gegen seinen früheren Manager Arnold Scorland, den Golden Boy, Mitglied der World Wrestling Federation Ruhmeshalle. Ja, dieser Mann schon inzwischen über 70 Jahre alt. Bob Backlund kannte da nichts, er rastete völlig aus, wie wir hier sehen. Und dann griff er das Publikum an, hier einige Kostproben.
three times, ladies and gentlemen, do you swear in front of your children, you're too weak, you can't go on a diet for more than one day, you don't have enough courage, you won't pay the price to be successful, you suffer from dyslexia, but do you know what happened to the Tyrannosaurus Rex? I don't need any encomiums from anybody. They got pencils that drive around just like women. You're doomed. You're doomed. Ja, und dann kam's zur Auseinandersetzung mit Bret Hart während der Survivor Series. Am 23. November 1994 fand das Ganze statt. Das Handtuchwurf-Match, da musste also ein Partner, den man mitbrachte, der British Bulldog war es bei Bret und Owen Hart war es mit seiner der Weise bei Bob Backlund, das Handtuch werfen. Ja, und dann lenkte Owen die Aufmerksamkeit von Bret Hart auf sich, die Bob Backlund die Möglichkeit gab, den Crossface Chicken Wing anzusetzen. Aber was danach passierte, Günther, da zu werfen, damit der Sieg also und der Titel, hier sehen wir es, für Bob Backlund, aber das Ganze war nur Schauspielerei. Owen hat hinterher in einem Interview sich fast kaputt gelacht darüber. Ja, das waren die tiefsten Tiefen, aber Bob Backlund hatte nicht lange Freude an seinem Titel, denn kurz darauf im Madison Square Garden verlor er ihn an Big Daddy Cool Diesel in der Rekordzeit von 8 Sekunden. Hier also das ganze Match noch einmal in seiner ganzen Pracht. Und damit hatte Big Daddy Cool Diesel innerhalb von 7 Monaten die Dreierkrone errungen, ein Rekord. Ja, Bob Backlund natürlich den Titel und diesmal gibt es keine Ausrede mehr für ihn verloren. Dann gab es dieses Interview mit Jerry the King Lawler und da ging er darauf ein, dass niemand aus seinem Chicken Wing Crossface herauskommt. Wenn es anders wäre, dann würde er uns einen Gefallen tun, dann würde er sich zurückziehen. Ich glaube wirklich, dass Bob Backlund dann wirklich den Verstand verloren hatte. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber Jerry Lawler forderte ihn natürlich heraus, provozierte ihn und sagte, gegen mich wirst du natürlich den Chicken Wing nicht ansetzen, gegen alle möglichen Leute kann ich verstehen, aber da hatte er sich doch ordentlich geschnitten. Ja, aber Becklin hat sich da nicht lange bitten lassen. Jerry Lawler hat dann auch sehr schnell aufgegeben, hat ausgerufen, was auch Bob Backlund ausgerufen hat bei WrestleMania 11. Er hat nämlich aufgegeben. Aber er sagte danach, ich habe das Licht gesehen und was immer das zu bedeuten hat, werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Irgendetwas muss da in Bob Backlunds Kopf vorgegangen sein, wenn da überhaupt noch was vorgehen kann. Was das sein wird, darüber werden wir Sie auf dem Laufenden halten, wie über alles andere, was passiert auch. Assault. There was a battery. That fallacious plebeian of your society. He has a constant tendency to relapse into barbarianism. And he proved it the way he stole my belt. Yes, my belt. It was one of the biggest travesties that ever occurred. Matter of fact, it superseded any crime in this century. And I'm here to confront the judicial system because of the amoral attitude that they project to your society. Are you listening to me? He just doesn't quit, does he? Not my problem anymore. I'm out of here. You're not just gonna leave him here. Hey, I got a plane to catch. I'm off to WrestleMania. Aww. I am a victim, and I will not capitulate until the judicial system does something about this new generation. Ja, wir sind sehr froh über die neue Generation, die New Generation, im Gegensatz zu Bob Backlund. Der Undertaker gehört mit Sicherheit dazu. Die Urne natürlich auch eines einer der Gegenstände, aus denen er seine Kraft zieht. Aber nicht nur, das haben wir in der kürzesten Vergangenheit erfahren. Ja, er ist auch ein Mann, der natürlich auf die Unterstützung seiner Fans angewiesen ist. Dazu natürlich noch mehr am
22. Januar diesem Denk... ...die den Undertaker im Ring beschäftigte. Und hier sehen wir IRS mit den Druiden, zieht er sich zusammen mit der eroberten Urne zurück. Ja, und dann knapp zwei Wochen drauf, anderthalb Wochen danach in den Superstars. Wir haben dieses Match übertragen. Hatte es der Undertaker mit Henry Godwin zu tun? Und man merkte ganz deutlich, dass der Undertaker geschwächt war. Er war nicht der Mann, den wir kannten, aber die Unterstützung seiner Fans half ihm auf jeden Fall weiter. Da Ted DiBiase von nun an also Besitzer der Urne, denn was seiner Corporation gehört, gehört ja auch ihm. Ja, aber er hatte offenbar Schwierigkeiten, die Kraft der Urne doch tatsächlich zu kontrollieren. Nun, bei WrestleMania besiegte der Undertaker King Kong Bundy, konnte sich allerdings die Krone, sprich die Urne, für ihn nicht wieder sichern. Ja, Reggie White, einer der Begleiter von Lawrence Taylor zum Ring, spricht natürlich hier über King Kong Bundy, der auch mit dem Million-Dollar-Team, mit der Million-Dollar-Corporation zum Ring erscheinen wird, wenn Bam Bam in den Ring steigt. Und er sagt, er wird sich also persönlich um King Kong Bundy kümmern. Ja, und Chris Beelman, er war auch eigentlich sehr lustig, muss ich sagen. Er sagte, ich werde eingreifen, egal wer mir in die Quere kommt. Und es ist mir völlig egal, wer will mich schon sperren. Get a chance to stand arm in arm with the Heartbreak Kid and the new World Wrestling Federation champion. And when it's all said and done, baby, the careers of Pamela Anderson and the Heartbreak Kid's Shawn Michaels are gonna skyrocket to the likes that no one has ever seen before. Naja, der Gesichtsausdruck von Pamela verheißt nichts Gutes. Wir werfen jetzt natürlich, wie Sie sich denken können, nochmal einen Blick zurück auf die Entwicklung zum Champion Match zwischen Diesel und Shawn Michaels. Hier die Einführung von Big Daddy Cool als Leibwächter, damals noch von Shawn Michaels. Und kurz darauf holten sich die beiden den World Wrestling Federation Tag Team Titel. Allerdings konnte es Shawn Michaels nicht ertragen, dass Big Daddy Cool Diesel auch mal im Hauptlicht stand. Das tat er allerdings bei der Survivor Series ganz allein. Er schaltete alle Gegner fast alleine aus, aber Shawn Michaels musste das letzte Wort für sich haben. Ja, bis zu diesem Moment hat er überhaupt noch nicht in das Match eingegriffen, ließ also Diesel wirklich die gesamte Arbeit erledigen und dann wollte er das letzte Wort, die letzte Aktion. Das war ein Superkick, aber der ging daneben. Wie schon zweimal zuvor. Die Frage natürlich, war das Absicht, war das doch nur alles unglücklicher Zufall? Hier sehen wir nämlich nochmal die beiden anderen Superkicks, die daneben gingen. Ja, und die beiden bekamen natürlich bei der Survivor Series einen riesen Streit. Diesel war jetzt nicht mehr bereit, dieser Superkicks noch einmal weiter einzustecken. Und Shawn Michaels kündigte ihm die Freundschaft und natürlich auch das Tag-Team auf, warf den Gürtel einfach weg, fuhr nach Hause und dann diese Szene. Ja, dann holte sich Diesel die Krone, die Dreierkrone, wir haben sie ja schon mal erwähnt. In nur 7 Monaten alle 3 Titel, in nur 8 Sekunden den Champion-Gürtel in diesem Match gegen Bob Backlund. Also die Krone für Diesel. Griffen ein Shawn Michaels natürlich und Owen Hart, Bob Backlund und so weiter. Das Match endete damit, dass Diesel den Titel behielt, weil kein Ende kam. Ja, später dann natürlich noch die Battle Royale. Hier sehen wir die Bilder ganz zum Schluss. Nummer 1 Shawn Michaels und Nummer 2 der British Bulldog haben bis zum Ende durchgehalten. Und dann die akrobatische, fantastische Leistung von Shawn Michaels, der es wirklich schafft, nur ein Bein auf dem Boden zu halten, dann zurückzukommen und den Bulldog zu überraschen. Er feierte natürlich zusammen mit Pamela Anderson, denn bei WrestleMania 11 würde er gegen Diesel in den Ring steigen, um ihm, so wie es Shawn Michaels sagte, den World Wrestling Federation Champion Titel abzunehmen. Ja, dann hat er ihn auch noch interviewt, hat ihn ins Heartbreak Hotel eingeladen und hat gesagt, wenn ich was sage, dann trifft das auch zu, aber er hatte natürlich nur eine lebensgroße Pappfigur dabei. Ja, wie sich später herausstellte übrigens, war Big Daddy Cool Diesel nur deswegen nicht erschienen, weil seine Mutter gestorben war und das ist natürlich ein legitimer Grund, aber auch davor hat Shawn Michaels keinen Respekt. Ja, dann hat er sich in der Folgezeit mit einigen Wrestlern angelegt, wir haben es gesehen in der Umkleidekabine mit Adam Bomb. Und dann kam natürlich der große Augenblick, auf den alle gewartet hatten. Er stellte der erstaunten Öffentlichkeit seinen neuen Leibwächter vor. Kein Unbekannter in der World Wrestling Federation. Sid, der auch gerne Psycho Sid genannt wird. I got news
kann das direkte Aufeinandertreffen. Shawn Michaels mit Sid gegen Diesel. Und da sehen wir mal die Größenverhältnisse von Diesel und Psycho Sid. Die sind also, die nehmen sich nichts, die beiden. Schon gewaltig, die Athleten zu sehen. Zwei der größten Männer, die in der World Wrestling Federation aufgetaucht sind. Den allergrößten sehen wir nachher nochmal in einem WrestleMania-Moment. Nun, das Match endete so, wie es mancher vielleicht nicht erwartet hatte. Diesel pinnte Shawn Michaels, behielt seinen Titel und Shawn Michaels wird wohl noch länger warten müssen. Ich kann Ihnen schon mal für nächste Woche ankündigen, dass einiges passierte in Monday Night Raw nach WrestleMania. Dazu nächste Woche mehr, denn da kommen wir natürlich wieder zum aktuellen Geschehen. Und ich würde Ihnen nicht raten. Noch exklusiver. Zarte Bande zwischen Shawn Michaels und Pam Anderson. Explosives aus Big Daddy Cools Jugend. Mein Vater, der Hitman, Brads Sohn, erzählt von zu Hause. Das mystische Geheimnis um Hakushi und Dieselstarschnitt lebensgroß, jetzt am Kiosk. I'm not a wrestler. If you're looking for a wrestling match on April 2nd, hey, tune nothing somewhere else, because I won't be wrestling. I'm here to brawl. You want to start a brawl. I know how to brawl. Dino know how to brawl. And that's what I'm here for, to brawl. So if you're looking for a wrestling match, don't tune in. Ja, wir haben es ja schon gesagt, bei WrestleMania 4 präsentierte sich noch einmal der größte Mann, den die World Wrestling Federation, ja, das Wrestling je kannte, Andre the Giant. Das war vor 7 Jahren und Bob Uecker sagte, hey, nimm doch mal deinen Fuß von meiner Schulter, immer für ein Späßchen gut, aber spaßig ging es bei diesen beiden Herren nicht so. Ja, Bam Bam Bigelow, enttäuscht, verständlicherweise enttäuscht nach seiner Niederlage im Tag-Team-Titelturnier Endkampf beim Royal Rumble. Das wäre sein erster Titel in der World Wrestling Federation gewesen. Gegen das Überraschungsteam 1-2-3 Kid und Bob Sparkplug Holly haben sie da ja durch ungeschicktes Arbeiten eher und Tatanka verloren. Ja, aber ich glaube, das Schlimme an der Sache war vor allen Dingen der Hohn und Spott, den Bam Bam Bigelow dann noch kassieren musste, als er wie in einem Spießrutenlaufen durch das Publikum stolzierte, kann man wohl kaum sagen. LT als Sondergast, als Ehrengast von Diesel geladen, bekam das dann zu spüren, denn Bam Bam Bigelow, nicht Big Daddy Cool, Bam Bam Bigelow ließ seine ganze Wut an diesem früheren Superstar aus. Ja, diesen Superstar aus der Football-Szene. Und das ließ sich natürlich die World Wrestling Federation nicht gefallen, während wir die Szene noch einmal sehen. Entsetzt Präsident Jack Tunney, Vince McMahon, alle haben gesagt, so kann es nicht gehen. Bam Bam wurde dann zunächst einmal gesperrt für 30 Tage und die Androhung, wenn er sich nicht entschuldigen würde, dann wird er lebenslang gesperrt für die World Wrestling Federation. Da hat er erstmal so getan, als würde er technische Probleme haben und dann kam es zu dieser Aussage. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht waren es tatsächlich sogar technische Probleme, das soll ja schon mal vorkommen, aber die Entschuldigung war keine Entschuldigung, sondern ganz im Gegenteil, es war eine Herausforderung. Er wollte gegen LT im Ring, in einem Wrestling-Ring antreten, ohne Helm, ohne Knieschoner, ohne Polster, wie er es selber gesagt hat. Man on man, that's my apology. You're challenging Lawrence Taylor? I'm challenging Lawrence Taylor anytime,
any place. Ja, die Antwort von Lawrence Taylor wurde dann von seinem Manager Bobby Cuco gegeben. Er sagte, es wird Lawrence Taylor niemals einfallen, in den Ring zu steigen mit einem Wrestler, der erkennt die Qualität der Wrestler an. Er ist Footballer gewesen und mit Sicherheit kein Wrestler. Ja, natürlich gab es noch einen Seitenhieb gegen Bam Bam Bigelow. Und er sagte, wenn Bam Bam Bigelow weiter solche lächerlichen Anschuldigungen und Herausforderungen von sich gibt, dann muss er mit rechtlichen Schritten rechnen, aber das beschäftigte Bam Bam Bigelow relativ wenig. Ja, er sagte halt, dass er sich nicht hinter irgendwelchen Managern verstecken muss oder sonst was. Warum kann Lawrence Taylor nicht mit mir selbst sprechen? Warum muss es Bobby Cuco sein? Kann denn Lawrence Taylor nicht endlich mal vorbeischauen und mir ins Angesicht blicken und mit mir sprechen? Ich rede ja auch für mich selbst und nicht durch einen Manager. I accept your challenge. Bam Bam Bigelow, I will wrestle you. Lawrence Taylor, you ain't got no backbone to stand on. You're not even a man. You are a wimp. You won't get in the ring with Bam Bam Bigelow. You won't put everything aside. Prove yourself as an individual. One-on-one, lose the pads, lose the helmets, step in the ring, and welcome to the Valley of the Real Giants. Ja, das waren natürlich sehr markige Worte, keine Frage. Und die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. LTs Anwalt sagte, er werde im Namen von Lawrence Taylor rechtliche Schritte einleiten. Denn was Bam Bam Bigelow und die World Wrestling Federation hier zeigen würden, sei ein Witz. Ja, glücklicherweise kam es nicht so weit. Die Reaktion war völlig anders. Ja, es kam beim Monday Night Raw ein Kampf von Bam Bam. Wenn er gewonnen hatte, da schnappt er sich dann noch das Mikrofon, um in aller Öffentlichkeit sozusagen noch einmal eine Herausforderung auszusprechen an Lawrence Taylor. Ja, er hoffte natürlich, dass Lawrence Taylor, wenn Bam Bam Bigelow vor einem Publikum diese Herausforderung aussprechen würde, reagieren müsste, in seiner Ehre getroffen worden sei. Und auch Ted DiBiase, der Million-Dollar-Man, stellte sich auf die Seite seines Angestellten. Und die Reaktion von Gorilla Monsoon, die sehen wir jetzt hier gleich. In the history of the National Football League, supposed to be a true role model for all these kids today. I can't believe that you're hiding behind your attorney. That you're, yeah, go ahead, get out of here, Monsoon. You don't want to hear the truth. The bottom line is, Lawrence Taylor. Also, ja, er sagt, Lawrence Taylor ist so ein beliebter Mann, ist ein Vorbild für die Jugend. Er wird ja wohl nicht so feige sein, sich jetzt hier nicht zu trauen und verarscht ihn hier mit Stan Lane zusammen. Sagt, er ist zu feige, um in den Ring zu steigen. LT, ein sehr besonnener Mann, nahm das Ganze relativ leicht. Auch Jim Cornette forderte ihn natürlich heraus im Namen von Bam Bam Bigelow. Klar, da ist Jim Cornette immer ganz in der Nähe. Und er sagte, ich wollte Bam Bam Bigelow mir schon gleich vornehmen beim Royal Rumble. Aber ich dachte mir dann, es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Günther, ein erster Hinweis darauf, dass LT seine Meinung ändern würde. Ja, genau, das war so das erste kleine Zeichen. Dann die direkte Konfrontation, natürlich via Bildschirm von den beiden. Bam Bam Bigelow wiederholt seine Herausforderung und sagt, wenn du ein Mann bist, dann erscheinst du zur Pressekonferenz zu WrestleMania 11 im Harley-Davidson Café in New York. Ja, dann kam es zu der Pressekonferenz, bei der Lawrence Taylor ganz offiziell das Match annahm, die Herausforderung von Bam Bam Bigelow annahm. Und ja, das Ende vom Lied kennen wir. Er besiegte in einem wirklich überraschend guten Match seinerseits Bam Bam Bigelow mit hervorragenden Aktionen, natürlich einigen Football-Tackles, aber auch tollen Wrestling-Aktionen. Ich glaube, dieser Mann hat eine Zukunft in der World Wrestling Federation, kann mir aber kaum vorstellen, dass er das Fulltime macht. Ich weiß nicht, vielleicht doch eines Tages. Aber wir haben dieses Ergebnis gesehen und sehen ihn jetzt noch einmal. I think that would make a man a man, you know, if you can mix it up with the best of them and take what comes, you'll be fine. I've been going against the odds all my life. I go against 1, 2, 3, 4 people all the time. I find a way to get by them. I find a way to get the job done. April 2nd, I'm gonna go out there like a bunch of crazed dogs and have some fun. Let's go out there like a bunch of crazed dogs and have some fun.
Ja, hier sehen wir nochmal die Begleitpersonen beim Match. Bam Bam Bigelow mit der Million Dollar Corporation und das All-Star-Team Chris Spielman von LT. Es gab dann noch einmal eine Konfrontation vor der eigentlichen WrestleMania in Monday Night Raw. Dort war nämlich Steve McMichael der Gastkommentator. Ja, da hat man dann schon gesehen im weiteren Verlauf, dass Football und Wrestling gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Also gerade die großen, starken Jungs der Verteidigung, Linespieler und Linebacker wie eben Steve McMichael und Lawrence Taylor, die können durchaus auch mal Mann gegen Mann mehr raufen, natürlich, als richtig wresteln, aber sie scheuen keine Herausforderung. Ja, und was wir nicht vergessen dürfen, während wir diese Bilder sehen, ist, dass natürlich LT angespornt wurde von drei Damen, die ganz hervorragend, ja, sagen wir mal, singen, rappen, was auch immer können, und zwar Salt and Pepper. Sie haben zusammen mit Spinderella übrigens, sie nahmen einen eigens für Lawrence Taylor umgetexteten Song auf. Und diese Aufnahmesession, die sehen wir gleich, denn auch die Mädels zeigten sich äußerst beeindruckt von den Superstars der World Wrestling Federation. Okay, girls, that was great. I tell you what, let's do it one more time from the top, okay? Girls, girls, what are they talking about in here? Girlfriend, I am in heaven. Oh, yes. That Reza Ramon is just oozing with machismo. It made me want to shoot. Big Daddy, come to mama. You so crazy. Make you get hot, make you work up a sweat. But Bret Hart, did you see him? Yes, what a man. What a man, what a man. Wie dieser Bret Hitman Hart. Calgary, Alberta, Canada. Ladies and gentlemen, would you please welcome le grand champion, le seul et unique, le toujours populaire. Un fantastico, un poderoso. Este caballero ha sido dos veces. L'excellence de l'exécution. The Hitman, Bret Hart. Watch out for the Hitman. A lot of wrestling going on. As a young boy, were you always... Your dad was a wrestler, wasn't he? Yeah. Yeah? Yeah, I come from a wrestling family, and I'm one of eight boys. Mm-hmm. I'm the eighth one down out of 12 kids, but I'm surrounded by the girls, which can be a problem when you're the... Did they baby you too much? When I was a young boy, I was working for the state. I wasn't making much money. I was staying out late. You know, you've got your own individual look, you know? Every wrestler does, though. Yes, they all have their distinctive look, and that's part of it, is right. And how did we arrive at this, this look? That's a good question. Well, part of it's genetic. This is, yeah, this is just, I just woke up one day and looked like this. Bless me, Father, for I am tormented. What's troubling you, my dear? Bret the Hitman Hart. Oh, Father, thoughts of the hitman consume my most intimate moments. I feel so unfaithful. Please forgive me. Oh, I think we can work something out. Watch out for the hitman.
champ. Please take this as a compliment, but you don't look like a wrestler. Warm enough for you? I'm getting there. You Northerners must have ice in your veins. Hell, this ain't cold. Cold's when your spit freezes before it hits the ground. Champion, the excellence of execution is on top. There's a new gun in town. Bret Hitman Hart, this week on Lifestyle. His home gym is a sweatshirt's throw from a master bedroom of stone and right next door to the family fun room. My game room is kind of a testament to some of the accomplishments I've had in wrestling. And I've got a lot of my old posters and my new posters up from countries and cities that I've performed in. As you might expect from a hitman, Bret is quick on the draw, but with a pen. I'm not a great artist as much as I'm a great cartoonist, or really. I'm a pretty good cartoonist. I have a newspaper column here every Saturday. I kind of give my opinion of what's happening in the WWF. A hitman, the best there is, the best there was, and the best there ever will be. He wants a fight. I'll give him a fight. I'll give him a damn good fight. WWF Raw is war. Then I put the other one in the sharpshooter until help arrives. Trying to put the sharpshooter on for Joe. If he can spin him over, he'll have it cinched in. Go, see? I got it. Do I look like a wrestler now? Bleiben Sie dran und mit einigen Höhepunkten von WrestleMania 11 und im Vorfeld verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis dann. I wouldn't push like that when I was in NFL, so I don't expect to push like that right now. You can bank whoever you want, because in WrestleMania 11, it's going to be me and you. What is going on? Tatanka, you know, he's what Native American backstabbed reminds me of another American, Benedict Arnold. Chris Spillman, you better be on the defense, because I'm going to bring the offense to you.